Moin Leute, Shockwave ist wieder back in business mit einem neuen Video und zwar möchte ich euch heute die seltensten Sprays in ganz Fortnite vorstellen. Es ist wirklich abartig, wie selten manche davon sind. Das ist die Ultra Rare Edition, also hier werde ich euch wirklich nur die seltensten der seltenen Sprays zeigen. Und ja, teilweise haben nur 500 Leute ein paar von denen und ja, es ist wirklich extrem, extrem wahnsinnig. Also wenn ihr mehr als 5 von diesen Sprays habt, dann habt ihr wirklich meinen größten Respekt und ihr seid echt stacked. Ich werde das Video ziemlich kurz gestalten. Ich werde es versuchen, übersichtlich zusammenzufassen. Also lasst euch nicht spoilern, denn ich werde das seltenste Spray ganz am Ende herzeigen. Und die davor werden halt etwas unseltener sein, aber sind immer noch extrem selten. Und dann würde ich gar nicht lange über den heißen Brei reden. Let's go. So, das unseltenste Spray auf dieser Liste wäre tatsächlich eigentlich noch höher im Ranking. Jedoch ist es vor kurzem erst wieder rausgekommen und deshalb muss ich es hier an letzter Stelle platzieren. Und zwar ist die Rede vom Galaxy Llama Spray. Dieses Spray hat man damals durch das Kaufen von Note 9 Handyhüllen bekommen und man musste halt dafür dann Geld ausgeben, um das zu bekommen. Das heißt, zu dem Zeitpunkt war es sehr, sehr, sehr selten. Jedoch, wie schon gesagt, ist vor kurzem ein zweiter Galaxy Cup rausgekommen, seitdem man auch ebenso diesen Skin gewinnen konnte. Aber auch mit ungefähr, ich glaube, entweder 1 oder 8 Punkten das Galaxy Llama Spray freischalten konnte. Nichtsdestotrotz bleibt das Spray immer noch eines der seltensten Sprays in ganz Fortnite. Also wenn ihr das habt, dann ist das schon ein guter Flex, würde ich mal sagen. Auf Platz 14 haben wir dann das Cup Llama Spray. Dieses Spray ist heutzutage circa gleich auf dem gleichen Platz wie das Galaxy Llama Spray. Jedoch damals, bevor das Spray ein zweites Mal rausgekommen ist, wäre dieses Spray auf jeden Fall in den Top 6. Und zwar hat man das Spray damals durch verschiedene Events wie die Gamescom bekommen. Und dann aber leider in Chapter 2, Season 3 ist das Llama, konnte man das wieder freischalten durch externe Aufgaben. Ja, aber heutzutage immer noch ein ziemlich, ziemlich seltenes Spray. Auf Platz 13 haben wir dann etwas leicht Besonderes und zwar ist es das Season 6 Level 100er Spray, das mit Abstand seltenste von den 5 Level 100er Sprays, die wir haben, weil es einfach in Season 6 um einiges schwerer war zu leveln als vergleichsweise in Season 10 und Season 9. Und ich muss auch sagen, ich finde, das ist das Schönste von den ganzen, die wir haben. Und wenn ihr das habt, ist es einfach ein Beweis, dass ihr damals ein kompletter Grinder wart. Auf Platz 12 haben wir dann ein Spray, was derzeit sehr, sehr selten ist, aber wahrscheinlich mit der Zeit an Seltenheit verlieren wird. Und zwar, weil es einfach höchstwahrscheinlich immer und immer wieder kommen wird, die Jahre. Und zwar ist es das Lab Expert Spray, auf Deutsch Laborexperte. Dieses Spray kann man durch Rettet die Welt freischalten, indem man einfach zu Halloween in die Gruften reingeht und da eine Labormap auf maximaler Stufe abschließt. So, wir nähern uns den Top 10 und zwar ist das nächste Spray ein Spray, was ich tatsächlich in-game fast noch nie gesehen habe. Aber bei dem könnte ich mir auch vorstellen, dass das Spray ein paar von euch haben. Und zwar ist die Rede vom Don't Blink Spray. Dieses Spray konnte man in Chapter 2, Season 2 freischalten durch das Schauen von Twitch Rival Super Games. Also es könnte durchaus sein, dass das ein paar von euch haben, also ich würde euch empfehlen nachzuschauen. So, die Top 10 seltensten Sprays in Fortnite, jetzt wird's spannend und zwar... Platz 10 ist etwas, was exklusiv bei dem Ariana Grande Konzert erhältlich war. Und zwar ist es das Rifted Spray, auf Deutsch durch den Riss. Von dem Spray wusste ich selber wirklich gar nichts. Ich habe das Spray durch Zufall freigeschaltet, weil ich im Urlaub war und im Urlaub halt dieses Event schauen wollte, mich auf mein Handy eingeloggt habe und das geguckt habe. Und das war auch gleich der springende Punkt. Und zwar, um dieses Spray zu bekommen, musste man dieses Ariana Grande Konzert auf einem Android-Gerät schauen. Also das war kompletter Zufall, dass ich das freigeschaltet habe. Platz 9 hingegen konnte man nicht durch Zufall freischalten. Und zwar ist das die Kuschelmaske auf Deutsch übersetzt, in Englisch Cuddle Mask. Und dieses Spray konnte man 2020 zur Karnevalszeit bekommen. Und das war, soweit ich weiß, nur in Südamerika gängig und halt auf Twitter. Und deshalb ist es eines der seltensten Sprays heutzutage. Zwischen Platz 8 und 7 musste ich wirklich extrem lange überlegen. Aber ich habe mich letztendlich dann doch entschieden, das Solo Showdown Spray auf Platz 8 zu geben und das andere Spray auf Platz 7, weil das meiner Meinung nach doch etwas selten ist. Das Solo Showdown Spray war deswegen schwer zu bekommen, weil das Ganze in Season 4 war und Season 4 ist echt schon Ewigkeiten her. Man musste damals 50 Matches von dem Solo Showdown LTM spielen, also Limited Time Mode. Und 50 Matches sind einfach echt schon sehr, sehr viel und aufwendig und auch mühsam, weil die Lobbys verschwitzt sind.
Und aus diesen Gründen ist dieses Spray wirklich heutzutage extrem, extrem selten. Also von meinen Freunden, die noch spielen und die ich kenne, hat keiner dieses Spray. Wenn also einer von euren Freunden dieses Spray hat, dann sagt ihm ruhig, dass er ein extrem seltenes Spray hat. Auf Platz 7 haben wir dann das Karneval Beat Spray. Dieses Spray ist deswegen meiner Meinung nach seltener als das Solo Showdown Spray, weil man dieses Spray auch zu Karneval 2020 bekommen hat, aber nur durch das Schauen von einem brasilianischen Twitch-Channel. Also allein deswegen ist es, denke ich, seltener als Solo Showdown, weil Solo Showdown konnte man einfach durch Fortnite spielen bekommen und dieses halt durchs Twitch-Schauen von einem brasilianischen Channel. Und aus diesem Grund ist dieses Spray eines der seltensten Sprays in ganz Fortnite. Vor allem, ich habe dieses Spray erst einmal in-game gesehen und Solo Showdown wirklich schon öfters. So, ab jetzt, und zwar den Top 6, vielleicht das 6. noch nicht ganz so, aber ab jetzt könnte man sagen, dass die richtigen Brocken kommen. Also die Sprays, die jetzt kommen, sind wirklich verdammt, verdammt, verdammt selten. Wirklich verdammt selten. Also wenn ihr die habt, dann meinen größten Respekt, dann habt ihr wirklich was, mit dem ihr extrem flexen könnt. Und zwar auf Platz 6 haben wir das Pumping Gold Spray. Dieses Spray ist mir wirklich so ein Rätsel, dass ich gar nicht mal weiß, wie genau man das bekommt. Ich weiß nur, dass man das Anfang 2020 bekommen hat und man musste dafür einen Code einlösen. Aber wie und woher die Codes stammen, da bin ich wirklich ahnungslos. Also, aber dieses Spray ist auf jeden Fall extrem, extrem selten. Also wenn ihr das habt, tschüss. So, wir sind bei den Top 5 angekommen und es war wirklich so eine schwere Entscheidung wieder, was ich auf Platz 5 und was ich auf Platz 4 gebe. Und ich habe mich dann letztendlich dafür entschlossen, das Plugged-In-Spray auf Platz 5 zu setzen. Einfach aus dem Grund, weil ich denke, dass dieses Spray eher international verbreiteter ist als das Spray auf Platz 4. Weil das Spray auf Platz 4 ist eher so in einer Region verfügbar gewesen und dieses hier haben wirklich auch viele, viele internationale Streamer. Dieses Spray konnte man bei einem Festival freischalten, welches in 2018 war, namens PAX. Und dieses gab es nur in Australien und in den USA. Im Gegensatz zu diesem Spray konnte man das Spray auf Platz 4 auch 2018 freischalten, jedoch nur im deutschsprachigen Raum. Und ich bin mir ziemlich sicher, ihr wisst schon, welches ich meine, und zwar ist es das altbekannte Gamescom Spray. Wie der Name schon sagt, konnte man dieses Spray bei der Gamescom freischalten im Jahr 2018. Und es war deswegen schwer zu bekommen, erstens, weil es ja nur eine begrenzte Anzahl gab, weil extrem viele Leute bei diesem Stand auch bei der Gamescom angestanden sind und weil man Real-Life-Aufgaben machen musste, um eines dieser Sprays zu bekommen. Ich selbst besitze auch das Gamescom-Spray, jedoch war ich nicht auf der Gamescom, sondern ich habe damals von einem Abonnenten einen Code zugesendet bekommen, also Grüße geht raus an dich, falls du jemals wieder auf meinen Kanal zurückstößt. Platz 3 werde ich jetzt erstmal kurz auslassen und wir kommen lieber mal zu Platz 2, weil ich würde gerne Platz 3 und Platz 1 gemeinsam thematisieren. Kommen wir zu dem Platz 2, und zwar, ich glaube, Platz 2 ist das bekannteste seltene Spray, weil dieses Spray halt so selten ist und so viele YouTuber zu dem einzelnen Spray Videos gemacht haben, dass ich halt deswegen einfach denke, das ist das bekannteste. Und zwar ist die Rede von keinem weniger als dem E3 Spray. Dieses Spray ist so schön, aber auch so unglaublich selten. Man konnte dieses Spray damals in Season 4 während der E3 Fortnite Pro AM bekommen. Es wurden damals vor Ort nur 1000 Stück ausgehändigt, aber ich bin mir nicht sicher, ob man das Spray auch auf Twitch bekommen konnte, indem man zuschaut, das weiß ich jetzt nicht. Aber vor Ort wurden, wie gesagt, nur 1000 Stück ausgehändigt, was dieses Spray zum zweitseltensten Spray in ganz Fortnite macht. Warum ich den dritten Platz noch nicht hergezeigt habe, ist, weil Platz 1 und Platz 3 unmittelbar zusammenhängen. Und zwar gab es vor langer Zeit ein Share the Love Event, wo man 5 Sprays gewinnen konnte. Und 2 von denen gehören jetzt zu den seltensten Sprays aller Zeiten. Wovon ich rede, sind die Habt euch lieb Sprays. Von denen gab es genau 5 Stück in jeder Seltenheit. Und das ist halt einfach das Besondere. Die 2 Sprays, die jetzt kommen, sind die ersten Sprays mit epischer Seltenheit und mit legendärer Seltenheit. Also auf Platz 3 befindet sich das Habt euch lieb Spray in epischer Seltenheit. Bei diesem Event gab es damals ein System sozusagen wie Arena. Dabei gab es die Champions League, die offene Liga und die Contenders Liga. Und je nachdem, in welcher Liga man gespielt hat und eine bestimmte Punktzahl erreicht hat, konnte man sich diese Sprays freischalten. Und je weiter man halt gekommen ist, desto bessere Sprays mit höherer Seltenheit hat man halt bekommen. Die absolute Endstufe war hier dann die Champions League und
In der konnte man sich das seltenste Spray in ganz Fortnite freischalten. Und zwar ist das das erste Spray mit legendärer Seltenheit, wie schon erwähnt. Und es ist folgendes. Dieses Spray haben laut den Quellen, die ich habe und laut meinen Recherchen nur ungefähr 500 Leute auf der gesamten Welt. Dieses Spray ist so selten, dass man wirklich sogar extrem schwer auf YouTube Videos dazu findet. Ich glaube, auf YouTube gibt es nur 2-3 Videos dazu. Genauso wie zu dem Spray davor. Also dieses Spray ist wirklich so unnormal selten und war damals so schwer zu bekommen. Nur für Pro-Player freischaltbar sozusagen. Und ja. Falls ihr mir das aus irgendeinem Grund nicht glauben solltet, zeige ich euch hier einen kurzen Clip und verlinke das natürlich in der Videobeschreibung. I was like, yes, we got it, and we made it to the finals. But as a surprise, we also got a legendary spray paint. And this legendary spray paint is actually the first ever legendary emote that has been added to Fortnite. Das war's mit der heutigen Folge der ultra seltenen Sprays. Ich werde wahrscheinlich noch mehrere Episoden machen, wo ich die anderen seltenen Sprays zeige, die nicht so seltenen, die normal seltenen und so weiter. Also, wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da, damit ich weiß, dass ihr Bock auf sowas habt. Teilt das liebend gerne mit Freunden, damit ein paar mehr Leute das sehen und ja, es würde mich freuen. Ansonsten habe ich mal wieder nichts zu sagen. Danke fürs Zuschauen, ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag, haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao.